Hallo und mal wieder herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben, heute zum Thema White Lives Matter. Kanye West, Künstler, Designer und noch vieles mehr, hat dem letzten verbliebenen echten Journalisten der USA, Tucker Carlson, ein Interview gegeben, was gestern Abend ausgestrahlt wurde. Ein Interview, was darauf basiert, dass er bei der Paris Fashion Week eine Kollektion vorgestellt hat, auf der White Lives Matter aufgedruckt ist auf den Kleidungsstücken und die er mit Candace Owens, einer schwarzen Menschenrechtsaktivistin aus den USA, vorgestellt hat. Der Aufschrei seitdem ist riesig. Wie kann man nur? Und dann noch ein Schwarzer. Ein Schwarzer sagt, White Lives Matter. Ja, sag mal, geht das denn überhaupt noch? Die Empörung der linksgestrickten Gesellschaften in den USA und Europa ist endlos. Adidas, der Sponsor von Kanye West, der hunderte Millionen Dollar pro Jahr für das Sponsoring oder für die Werbepartnerschaft ausgibt, denkt über die Beendigung der Werbepartnerschaft nach. Ich würde über die Beendigung des Managements von Adidas nachdenken. Diese völlig verkommenen Marionetten, die sich Manager nennen, sind das Problem. Denn sie machen mit. Sie machen mit im Bashing, im Hetzen, im Aufhetzen der Menschen für einen Menschen, der eine ganz simple Wahrheit sagt: White Lives Matter. Und ich empfehle, das Interview, was ich hier drunter verlinke, einfach anzuhören. Und wenn du kein Englisch sprichst oder nicht gut genug, dann nutzt die Übersetzungsfunktion von YouTube. Es ist hörenswert. Denn Kanye West bezieht sich auf zwei zentrale Kategorien, warum er diese Aussage macht. Erstens, weil es, oder basierend darauf, weil es schlicht und einfach die Wahrheit ist. White Lives Matter. All Lives Matter. Und die Basis dafür leitet er ab aus seinem Glauben an Gott und aus dem Recht auf Meinungsfreiheit, Freedom of Speech. Aber das ist völlig unpopulär in den linksgestrickten Gesellschaften der Staatssekten in den westlichen Ländern. Die Wahrheit hat keinerlei Chance mehr. Wenn jemand die Wahrheit sagt, sprich White Lives Matter, dann wird er regelrecht verdammt, verurteilt, in Ecken gestellt, als Nazi diffamiert, als Rechter beschimpft. Aber du musst es nur verstehen, die wahren Nazis sind links. Nationalsozialisten waren immer links. Und das haben sie mit Stolz gesagt. Und die ganzen westlichen Gesellschaften sind Nazi-Gesellschaften, nichts anderes. In Europa, in den USA, in Kanada, in Australien, in Neuseeland. Reine Nazi-Gesellschaften. Und deswegen werden Menschen verfolgt, die Wahrheiten sagen, die Banalitäten sagen, wie White Lives Matter. Viele Schwarze hier bezeichnen Black Lives Matter als terroristische Vereinigung. Denn Black Lives Matter wurde von Strippenziehern gegründet nach dem Tod von George Floyd. Der Tod von George Floyd war nicht schön, aber vergessen wir bitte eines nicht: George Floyd war ein Schwerverbrecher. Vergleichbare negative Polizeiaktionen gibt es gegen Weiße mehr als gegen Schwarze. Die tauchen nur nicht in den Zeitungen auf. Denn White Lives Matter gilt nicht in den Medien. Dort gilt nur Black Lives Matter. Und All Lives Matter gilt dort schon gar nicht. Rede doch mal mit Schwarzen wie Candace Owens. Rede mit Schwarzen wie Kanye West. Rede mit Schwarzen, die sich bewusst abseits von Black Lives Matter organisieren und sagen, das ist der falsche Weg. Der neue Rassismus läuft gegen Weiß. Das sagen Schwarze, nicht Weiße.
Und das ist die Wahrheit. Es geht darum, die Weißen zu belästigen, zu marginalisieren und am Ende zu zerstören. Das ist die Agenda der Eliten, gegen die Gott sei Dank auch viele Schwarze aufstehen. Kanye West allen voran. Danke, Kanye West.